Preis den Herrn. Amen. So ist es. Wir haben eine sichere und gute Grundlage im Wort Gottes. Und das brauchen wir auch tatsächlich. Und wir brauchen tatsächlich Lehrer, die das Wort Gottes in gerader Richtung schneiden. So wie es in 2. Timotheus 2, Vers 15 Paulus zu Timotheus sagt. Er sagt, stell dich bewährt dar als ein Arbeiter, der das Wort Gottes in gerader Richtung schneidet. Das heißt, der diese Bibeltexte, diesen Bibeltext, dieses biblische Buch in gerader Richtung auslegt. Das heißt, in die richtige Perspektive bringt. Weil das Zentrum dieses ganzen Buches, das dürfen wir immer nie vergessen, das Zentrum dieses ganzen Buches ist tatsächlich die Botschaft des stellvertretenden, vollbrachten Erlösungswerkes von Jesus. Und wann immer wir uns diese Bibelbücher anschauen, sollten wir sie immer aus dem Geist dieses Evangeliums uns anschauen, weil dann sind wir tatsächlich sicher, dass wir sie nicht falsch auslegen. Die Gnosis, von der Valerie gesprochen hat zum Beispiel, hat genau dieses Problem gehabt, anstatt im Geist des Evangeliums, des Erlösungswerkes verwurzelt zu sein, haben sie versucht, die Schriften, sie hatten ja auch das Alte Testament, aber sie haben versucht, die Schriften aus einem anderen Geist heraus, aus einem anderen Grunddenken heraus auszulegen, und damit wird die Sache schief. Und das ist eine super Überleitung jetzt zu meinem Thema, mit dem ich heute Abend starten möchte. Wir werden die nächsten Wochen darüber einige Stunden machen, und ich werde einige Stunden machen zu diesem Thema. Und es ist jetzt ein ganz, ganz aktuelles Thema. Ich habe in der Glory Life Schule noch nie über dieses Thema gelehrt oder noch nie ausführlich gelehrt. Aber ich glaube, es gibt gerade keinen besseren Zeitpunkt, als dieses Thema zu starten. Ihr werdet gleich merken, warum. Dieses Thema heißt, in der Fachsprache ist es das Thema Eschatologie. Was so viel heißt, das ist ein griechisches Wort, Eschatologie, was so viel heißt wie die Lehre von den letzten Dingen. Ja, also die Lehre, im christlichen Sprachgebrauch sagt man einfach Endzeitlehre, ja, so salopp gesagt. Ja, die Lehre von den letzten Dingen. Was passiert gemäß der Bibel, was ist vorausgesagt für die Ereignisse der sogenannten Endzeit? Und tatsächlich ist es so, gerade jetzt in dieser aktuellen Corona-Krise haben ja alle Arten, das habt ihr sicher auch schon irgendwie mitbekommen, haben ja alle Arten von Endzeitlehren ziemlich Hochkonjunktur, und es wird viel rumgeschickt und teilweise kursieren ziemlich abenteuerliche Dinge auch, Theorien, manches einfach klare Verschwörungstheorien, aber auch Vermischungen aus Endzeitlehren, biblischen Lehren mit Verschwörungstheorien und so weiter. Und das ist gerade sehr beliebte Beschäftigung auch von manchen Christen. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier wirklich ein sauberes Fundament im Wort Gottes haben, weil es ist ein Thema des Wortes Gottes. Eschatologie ist ein Thema des Wortes Gottes, und insbesondere auch des Neuen Testaments ist ein wichtiges Thema, und wir haben das auch von Anfang an in unserer Glory Life Schule auf dem Lehrplan gehabt, und ich wollte es immer schon lehren, bin nur bisher noch nie dazugekommen, aber jetzt eben in dieser Corona-Krise, glaube ich, ist gut, dass wir so lange gewartet haben, weil jetzt ist es so aktuell wie nie zuvor, und so viele Menschen wie nie zuvor beschäftigen sich mit diesem Thema. Und ich möchte mich aber jetzt in den nächsten Stunden dieses Themas etwas annehmen, und ich erwarte einfach, dass der Heilige Geist es gebraucht, um auch bei dir und bei uns allen einfach Dinge wirklich in eine Ordnung zu bringen, vom Wort Gottes auf der Basis des Wortes Gottes und gleichzeitig im Geist Gottes, ja, weil beides muss immer zusammenkommen. Aus dem Zusammenhang gerissene Bibelstellen sind noch nicht das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes, der Buchstabe tötet, sagt Paulus, aber der Geist macht es lebendig. Das heißt, erst dann, wenn du dieses Wort Gottes aus dem Geist Gottes, also aus dem Geist des Evangeliums, aus dem ausgegossenen Geist, der an Pfingsten auf die Jünger ausgegossen wurde, herausliest, dann bekommt alles seinen richtigen Platz. Preist den Herrn. Gut, ich möchte heute Abend damit beginnen, als allererstes euch einen kurzen Überblick über die Gesamtgeschichte Gottes gemäß der Bibel geben. Also die Gesamtge- oder so ausgedrückt, die gesamte Geschichte Gottes mit dieser Menschheit. Also jetzt nicht, es geht jetzt nicht um einen historischen Überblick in dem Sinne, sondern es geht um einen heilsgeschichtlichen Überblick. Wir hatten ja auch schon mal das Thema Heilsgeschichte, auch Valerie war da auch Lehrerin in diesem Thema. Und ich möchte euch einfach ganz kurz einfach einen Überblick geben über fünf wesentliche Hauptakte, sage ich mal,
dieser Heilsgeschichte, also dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und ich möchte die Person am Beamer einfach bitten, dass wir den ersten Punkt auflegen. 5 bisherige Akte, ich spreche jetzt von bisherigen Akten, zur Zukunft kommen wir dann. 5 bisherige Akte der Geschichte Gottes mit den Menschen. Erster Akt, die Schöpfung, ganz klar. 1. Mose 1, 1. Mose 2, der Mensch und die Welt wurden erschaffen und zwar vollkommen gut erschaffen, sagt das Wort Gottes. Ja, vollkommen gut, perfekt. Okay. Zweitens, der Fall des Menschen, Sündenfall. 1. Mose 3, der Mensch ist gefallen und das hat zur Austreibung aus dem Paradies geführt, nicht aus Strafe in erster Linie, sondern zum Schutz des Menschen davor, dass er als gefallene Kreatur ewig gelebt hätte. Ja, 1. Mose 3, Gott hat den Menschen aus dem Paradies ausgetrieben und in dem Moment ist die ganze Schöpfung mit dem Menschen in diesen Zustand der Gefallenheit hineingekommen. Das war sozusagen der zweite wesentliche Abschnitt in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Schöpfung, Sündenfall. Drittens, man kann natürlich hier einige Unterabschnitte, ich weiß, auch einige Unterabschnitte noch anführen, aber ich gehe wirklich jetzt hier auf die ganz groben Linien ein. Das dritte ist, es beginnt mit dem Ruf Gottes an Abraham, 1. Mose Kapitel 12. Abraham wurde von Gott berufen und er wurde zum Stammvater des Volkes, an dem Gott seinen Heilsplan demonstrieren wollte. Beziehungsweise dem Gott einfach die erste Offenbarung, die erste wesentliche Offenbarung gegeben hat, nämlich den sogenannten Alten Bund, der dann durch Mose aufgerichtet wurde. Ja, Abraham wurde der Stammvater Jakobs. Jakob wurde als erstes Israel genannt und er wurde dann wiederum zum Stammvater oder zum Vater von Josef und so weiter. Und dann ging es bis zu Mose und der alte Bund wurde geschnitten im zweiten Buch Mose. Der alte Bund wurde etabliert und das war der dritte wesentliche Akt in der Geschichte Gottes mit dieser Menschheit. Und dann kommen wir schon zu viertens, das Leben Jesu und sein Erlösungswerk. Da geht's weiter. Das Leben Jesu und sein Erlösungswerk. Das heißt seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Damit kommt ein Zeitalter, ein Zeitabschnitt Gottes mit der Menschheit zum Ende. Es ist interessant, im Alten Testament war die Geschichte Gottes praktisch ausschließlich die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. In dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde und die Juden ihn ja abgelehnt haben, das in diesem Zusammenhang, sagt uns das Wort Gottes, ist das Volk Israel gefallen. Ja? Römer 11, Vers 11 bis 12 heißt es, das Volk Israel, und das ist ganz interessant, in dem Zusammenhang auch, werde ich immer wieder in dem Zusammenhang mit den Lehren von den letzten Dingen, werde ich immer wieder das Volk Israel erwähnen, weil das eine wesentliche Rolle auch in den Plänen Gottes spielt. Und in Römer 11, Vers 11 heißt es, sagt Paulus, er spricht da im Hinblick auf Israel und die Nationen, er sagt, über Israel, er sagt, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihren Fall, also sehr wohl ist ein Fall passiert, aber durch diesen Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also dieser Fall, sagt Paulus mit anderen Worten, ist kein endgültiger und kein ewiger Fall, aber Israel musste zunächst einmal fallen, damit das Heil zu den Heiden kommen konnte. Ja? Und das ist passiert, dieser Fall sozusagen Israels, diese Ablehnung des Messias ist passiert mit dem Kreuz und das Erlösungswerk wurde vollendet in der Auferstehung und in der Himmelfahrt von Jesus. Und dann kommt der nächste Abschnitt, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der fünfte Abschnitt, die Ausgießung des Kommen des Heiligen Geistes und damit in Verbindung das Heil Gottes, der sich von Israel zu den Heiden hin ausgebreitet hat. Ein Überrest von Israel ist mit angenommen worden. Das sagt uns auch der Römer 11, Vers 5, sagt er, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Mit anderen Worten, während im Alten Testament das Volk Israel das einzige Volk Gottes war, ist im Neuen Testament es ein Überrest von Israel und gleichzeitig aus Menschen aus allen Nationen, die dazugekommen sind, vollkommen neu, vollkommen einmalig bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Du kannst da auch nachlesen, Apostelgeschichte 15 zum Beispiel,
Vers 15 bis 17, ja, da heißt es, da, das ist dieses sogenannte Apostelkonzil, wo es um diese Frage Heidenmission ging. Ja, und da spricht Jakobus und sagt, und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Also wir haben mit dem fünften Abschnitt der Geschichte Gottes mit den Menschen, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, haben wir die Erweiterung des Heils, die Erweiterung der Beziehung Gottes zu den Menschen vom Volk Israel hin zu den Heiden. Ein großer Teil von Israel, sagt uns Paulus auch, Römer 11, Vers 25, ist noch verstockt, sagt er in Vers 25. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, aber nur so lang, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Halleluja. Also, mit dem Beginn der Heidenmission, Verstockung des Volkes Israel, so lang, bis die Vollzahl der Heiden hineingekommen ist. Und jetzt pass auf, mit dem Beginn dieses fünften Abschnitts, nämlich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, ist gemäß dem übereinstimmenden Zeugnis der Bibel die Endzeit angebrochen. Das heißt, seit 2000 Jahren, fast 2000 Jahren jetzt, ist nicht mehr lang, dann sind es genau 2000 Jahre, noch etwa 13 Jahre, dann sind es 2000 Jahre. Seither leben wir tatsächlich in dem, was die Bibel die Endzeit nennt. Preist den Herrn. Bibelstellen dazu, Apostelgeschichte 2, die Predigt des Petrus an Pfingsten. Ja, der Geist wurde ausgegossen und in dem Moment, wo der Geist ausgegossen wurde, steht Petrus auf und sagt, erhebt seine Stimme, redet zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist und es wird geschehen in den letzten Tagen, in den letzten Tagen. Ja, also in der Endzeit. Die letzten Tage ist ein Synonym in der Bibel für die Endzeit. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Mit anderen Worten, Petrus sagt ganz klar, das entscheidende Kennzeichen dafür, dass die Endzeit angebrochen ist. Und jetzt hör ganz gut zu, gerade wenn du mit verschiedenen Theorien zur Endzeit konfrontiert wirst. Das entscheidende Kennzeichen, alles entscheidende Kennzeichen dafür, dass die Endzeit angebrochen ist, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und zunächst mal nichts anderes. Amen. Das entscheidende Kennzeichen, so sagt Paulus ganz klar, Petrus ganz klar, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat die Endzeit begonnen. Das wesentliche Kennzeichen der Endzeit ist nicht zu finden in irgendwelchen äußeren Dingen. Passt auf, nicht in irgendwelchen äußeren Dingen, nicht politische Ereignisse, auch nicht eine Seuche. Schon gar nicht irgendwie die Entwicklung irgendwelcher neuartigen Technologien. Irgendwelcher neuartiger Technologien, auch nicht die Entwicklung von irgendeinem Chip oder irgendwas. Ist es ein Kennzeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben? Nein, das Erste und Wichtigste, womit die Endzeit eingeleitet wird, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich sag dir, daran hat sich bis heute letztendlich nichts geändert. Du kannst eigentlich so sagen, je stärker die Ausgießung des Heiligen Geistes, umso näher rücken wir dem Ende der Endzeit. Amen. Das Wirken Gottes leitete die Endzeit ein. Amen. Nicht irgendein Mensch hat die Endzeit eingeleitet und auch nicht der Teufel hat die Endzeit eingeleitet. Verstehst du? Nicht irgendein Chip wird die Endzeit einleiten und auch nicht irgendeine Impfung wird die Endzeit einleiten. Sondern Gott hat die Endzeit eingeleitet und er leitet auch genauso, wie er es vor 2000 Jahren getan hat, jede weitere Phase der Endzeit ein. Wenn du wissen willst, wie weit wir sind in der Endzeit, dann schau auf die Ausgießung des Heiligen Geistes und nicht auf irgendwelche äußeren Entwicklungen in erster Linie. Preist den Herrn. Weißt du, an der Stelle vielleicht ein kleines,
ein kleines Wort auch zu verschiedenen, was die letzten Jahre ja immer schon wieder auch kursiert ist, aber was jetzt fast teilweise wie geballt in dieser Corona-Zeit kursiert. Das sind ja nicht nur Theorien zum Thema jetzt Coronavirus, was steckt jetzt hinter dem Coronavirus, sondern es werden teilweise auch Endzeit-Theorien und Verschwörungstheorien wieder ausgegraben, die schon seit Jahren kursieren. Ne? Bedenk immer eine Sache. Jede Art der Technologie und der Entwicklung in der Menschheitsgeschichte ist immer zunächst mal für sich genommen neutral. Entscheidend ist immer, welcher Geist benutzt die Technologie. Schau, der Buchdruck war eine neue Entwicklung und hat wie nichts zuvor dazu beigetragen, dass die Reformation sich überhaupt verbreiten konnte. Das heißt, Gott hat den Buchdruck gewaltig gebraucht, um sein Evangelium auf der Welt zu verbreiten. Aber jetzt frage ich dich, wie viele Bücher sind geschrieben worden, die alles andere als das Evangelium verbreiten? Und die eher dazu dienen, den Menschen zu verführen und in irgendwelchen Schrott zu überzubraten und sie in irgendwelche Verführungen hineinzuführen. Weißt du, natürlich gebraucht auch der Teufel Bücher. Aber sind deswegen Bücher vom Teufel? Nein. Okay, das kannst du hier ganz deutlich sehen. Genau das Gleiche, etwas aktuelleres Beispiel. Ich erinnere mich noch dran, so vor etwa 20 Jahren oder ein bisschen länger schon her, kam das Internet auf. Und dann gab es einige Christen, die sagten, dieses Internet ist vom Teufel. Und dann gab es einige ganz besonders findige Christen und die fanden irgendwie heraus, dass irgendwie der Code, der digitale Code oder was auch immer für www, das sind ja dreimal W, anscheinend 666 wäre. Und daraus schlossen sie dann, dass wer auch immer ins Internet reingeht, der nimmt das Zeichen des Tieres an. Also mit anderen Worten, das Internet ist vom Teufel. Aber jetzt schau, aus heutiger Perspektive wissen wir, es gibt praktisch keine Technologie, die Gott in den letzten 20 Jahren so massiv gebraucht hat, um das Evangelium bis an die äußersten Enden der Erde zu bringen, wie das Internet. Und natürlich hat der Teufel das Internet auch gebraucht und er gebraucht es immer noch. Ja? Wenn du auf irgendwelche Pornoseiten im Internet gehst, dann bekommst du nicht den Heiligen Geist. Das ist ganz klar. Und wenn du irgendwelche okkulten Sachen dir im Internet anschaust, ja, du kannst alles im Internet finden. Weil das Internet an sich ist neutral. Die Frage ist, welcher Geist gebraucht es? Die Technologie wird von Gott gebraucht, um das Evangelium zu verkünden. Und der Teufel kopiert. Und der Teufel versucht, sie mit reinzusetzen und versucht, es mitzugebrauchen. Aber deswegen ist nicht das Internet vom Teufel, sondern der Teufel ist vom Teufel. Das Problem ist nicht das Internet, sondern der Teufel. Und genauso sage ich dir auch, ist nicht das Problem am Ende, ich weiß, manche werden mich jetzt vielleicht gleich anspringen, aber ich sage dir, am Ende ist auch nicht das Problem irgendeine Impfung oder irgendein Chip oder irgendwas, sondern das Problem ist immer der Geist, der es gebraucht. Und natürlich siehst du in manchen Technologien, die heute entwickelt worden sind, das absolute Potenzial, die Menschen zu kontrollieren und zu dominieren. Und wenn sie in die Hand eines antichristlichen Geistes kommen, diese Technologien, natürlich, dann ist das Ganze fatal. Aber schau, in China hast du jetzt schon die Situation, die chinesische Regierung gebraucht das Internet massiv und die digitale Revolution massiv, um die Menschen in ihrem Land zu kontrollieren, weil sie einen kontrollierenden Geist haben. Trotzdem ist gleichzeitig das Internet etwas, was Gott extrem gebraucht, um das Evangelium an Orte zu bringen, wo es sonst nicht hinkommen würde. Also was ist jetzt vom Teufel? Was wir brauchen in dieser Endzeit, ist eine Unterscheidung der Geister. Nicht ein detailliertes Wissen über irgendwelche Technologien. Verstehst du? Nicht irgendwelche Untersuchungen von Technologien. Nicht irgendwelche, weißt du, irgendjemand hat wieder irgendwo irgendwas rausgefunden. Oh, in einem geheimen Labor machen sie dies und jenes. Ja, und es kann durchaus sein, dass dieser Coronavirus aus einem chinesischen Labor entsprungen ist. Das kann durchaus sein. Aber ich sag dir, was ich nicht glaube ist, obwohl ich überzeugt bin, dass die chinesische Regierung von einem antichristlichen Geist weitgehend gesteuert wird, glaube ich trotzdem nicht, dass sie so dumm wäre, diesen Virus absichtlich aus dem Labor herauszubringen, ihre eigenen Leute zu infizieren, als erstes Tausende davon umzubringen und nachher noch all die Leute in der Welt umzubringen, bei denen sie ihre Sachen verkaufen. Schaden sich ja nur selber. Also ich meine, so dumm kann nicht mal der Teufel sein. Verstehst du? Also
Merkst du etwas? Wo die Grenzen teilweise verschwimmen in irgendwelche Theorien, die einfach insgesamt keinen Sinn machen. Weil du musst ja dann auch immer mal fragen, wem nutzt denn das Ganze? Verstehst du? Wem nutzt das Ganze? Ja, das ist ja die Frage. Okay? Halleluja. Also was wir brauchen in der Endzeit, ist, wir brauchen tatsächlich eine geistliche Beurteilung von Dingen und Geschehnissen um uns herum. Und ich sage dir eins, diese geistliche Beurteilung, diese Geisterunterscheidung hast du nur in enger Beziehung zu Jesus selber. Amen. Weil er ist der Geist, an dem sich alles unterscheidet. Nicht dein schlaues Wissen und auch nicht der Link, den du wieder irgendwo gefunden hast oder der weitergeschickt wird, die neueste geheime Information, die du von irgendwo her bekommen hast, wo du jetzt glaubst, dass du irgendwas weißt, was andere nicht wissen. Das gibt dir noch lange keine Unterscheidung der Geister, sondern das Einzige, was die Unterscheidung der Geister gibt, ist deine Ausrichtung auf Jesus, auf sein Herz und auf sein Geist. Und dann kannst du unterscheiden, wenn irgendetwas auf dich zukommt, wie zum Beispiel die ersten Christen, als sie kamen vom römischen Staat. Weißt du, und der römische Staat war an sich auch erstmal neutral. Es war nicht so, dass die Christen einfach vom römischen Staat generell und überall und zu allen Zeiten immer verfolgt wurden. Sondern tatsächlich war es so, dass Gott das römische Reich mit seinen Verkehrswegen und auch mit seiner relativen religiösen Toleranz, die dort war, teilweise sehr stark gebraucht hat, um das Evangelium zu verkünden. Aber dann kam der Punkt im Römischen Reich, wo ein Kaiser sagte, ich glaube der erste Kaiser, der das sagte, klar natürlich Nero, aber ja, das war ein bisschen andere Geschichte, aber dann insbesondere Kaiser Domitian sagte, um den Staat zusammenzuhalten, jeder Bürger meines Staates muss mir als Gott opfern. Ja, also er machte sich selber zu Gott und sie mussten diesen Gott opfern. Und in dem Moment war den Christen klar, wenn wir uns unter diesen Geist begeben, wenn wir diesem Gott opfern, ja, dann haben wir in dem Moment Jesus Christus verleugnet, weil er der einzig wahre Gott ist. Und sie wussten, in dem Moment würden sie sozusagen das Zeichen des Tieres auf ihre Stirn bekommen, weil das Zeichen des Tieres, weißt du, ist auch nicht ein Chip oder irgendeine Technologie oder auch nicht www, sondern das Zeichen des Tieres ist ein Geist, unter den du dich begibst. Und um nicht unter das Zeichen des Tieres zu kommen, musst du den Geist unterscheiden. Und für die Christen war klar, diesen Kompromiss können wir nicht machen. Vielleicht gab es manche laue Christen, oder sogar sicher, ich weiß es aus der Kirchengeschichte, es gab einige laue Christen damals, die sagten, ach komm, die paar Räucherstäbchen für den Kaiser und dann haben wir unsere Ruhe. Das können wir doch machen, es macht doch nichts. Ja, dann machen wir einfach diesen kleinen Kompromiss. Es ist so wie heute auch manche Christen, die sagen, ja, das Wort Gottes sagt zwar ganz klar, was Gott zum Thema Homosexualität denkt, aber naja, wenn wir dann angenommen sind, wenn wir das halt einfach zur Seite tun und wenn wir das einfach mal nicht so sehen oder einfach mal nicht so das so praktizieren und dann sind wir anerkannt von allen, lass uns doch diesen kleinen Kompromiss machen. Also da entscheidet sich, unter welchen Geist geht jemand runter. Und darum geht es. Es geht um Unterscheidung der Geister. Und jetzt nochmal. Wesentliches Kennzeichen. Und deswegen, um den Geist zu unterscheiden, ist es so wichtig, weißt du, dass du darauf schaust, was auch tatsächlich das wesentliche Kennzeichen der Endzeit ist. Wesentliches Kennzeichen der Endzeit, sage ich nochmal, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt, was wir nicht brauchen in der Endzeit, sind Christen, die auf das starren, was der Teufel irgendwo tut. Sondern wir brauchen Christen, die ausgerichtet sind auf den Heiligen Geist und auf das, was er tut. Weil das ist das entscheidende Kriterium. Halleluja. Dass dann auf die Ausgießung des Heiligen Geistes natürlich auch die Wehen der Endzeit folgen. Das ist vollkommen klar und ergibt sich automatisch daraus, dass der Teufel immer auf das reagiert, was Gott tut. Verstehst du? Der Teufel reagiert auf das, was Gott tut. Ja, der Teufel kann nicht selber irgendetwas aus sich selbst heraus tun. Der Teufel kann niemals agieren. Der Teufel kann niemals von sich her proaktiv sein, sondern er ist immer reaktiv. Er reagiert auf etwas, was Gott tut. Und wenn es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht, dann ist es definitiv das, was den Teufel mehr ärgert als alles andere. Amen. Ja, ist ja klar, weil das nimmt ihm den Boden, das nimmt ihm die Basis.
Ja? In dem Moment, als der Teufel sah, wie der Heilige Geist auf die Jünger ausgegossen wurde und wie sie losdonnerten und das Evangelium verkündeten ab diesem Tag, da war er voller Wut und voller Zorn. Schau, die Bibel beschreibt dir das in Offenbarung, Kapitel 12. Da schreibt sie darüber, über diese Wut des Teufels. Offenbarung 12, wir beginnen Vers 10, da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr in ihnen wohnt. Wer von euch wohnt im Himmel? Halleluja. Versetzt an himmlische Orte in Christus. Amen. Seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Aber wehe der Erde und dem Meer, also denen, die unter dem Geist dieser Welt sind. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Halleluja. Mit anderen Worten, das Wort Gottes sagt dir, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus. Wann ist zum ersten Mal hier auf dieser Erde so richtig die Macht seines Christus offenbar geworden? An Pfingsten. Amen. Am Tag von Pfingsten. Zum ersten Mal. Ich meine, davor, Jesus war natürlich auch bereits ein Anstoß für den Teufel. Der hat auch große Wut gehabt, allein über diesen einen Sohn hier auf dieser Erde. Deswegen hat er ja alles getan, um ihn ans Kreuz zu bringen. Nur hat er es sich verrechnet. Amen. Gott hat das, was der Teufel in seiner Wut getan hat, einfach nur gebraucht, um sein Erlösungswerk, seinen ursprünglichen Plan durchzubringen. Und am Ende hatte der Teufel ein noch größeres Problem, nämlich Tausende von Jüngern, auf die der Geist Gottes ausgegossen war und die jetzt in dieser Kraft dieses Geistes hingingen, um das Evangelium rund um die Welt zu tragen. Amen. In dem Moment, wo irgendwo die Herrschaft des Heiligen Geistes hinkommt, wo der Geist Gottes sich ausgießt, ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Und der Verkläger der Brüder hat seinen Raum verloren. Weißt du, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, war Petrus immer noch durch das, was er getan hatte, seine Verleugnung von Jesus, ja, war er immer noch ein eher verunsicherter Jünger gewesen. Du kannst es nachlesen in Johannes 1. Er war verunsichert, er war über sich selber entsetzt, er war wahrscheinlich immer noch voller Verdammnis und voller, ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder bei meinem Herrn irgendwie angesehen bin. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist kam und ihn erfüllte, da wurde aus diesem zaghaften oder verunsicherten Petrus ein starker, starker Mann Gottes, der aufstand und der in einem Bewusstsein aufstand, der wusste, wer er war, der wusste, wer Christus war und der einfach sagte, jetzt ist es vollbracht. Amen. Nun ist das Heil und die Kraft und die Macht seines und das Reich seines Christus gekommen. Halleluja, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und das ist natürlich etwas, was den Teufel rasend macht. Amen. Also wenn du aufstehst als ein Sohn der Herrlichkeit, und das sind Männer und Frauen immer zusammen, wenn du aufstehst als dieser Sohn der Herrlichkeit, dann ist es das, was den Teufel mehr Rasen macht als alles andere. Und natürlich reagiert er auf diese Herausforderung. Das ist ganz klar, er reagiert. Und die Wehen der Endzeit, und wir kommen gleich dazu in Matthäus 24, die Wehen der Endzeit sind letztendlich das Produkt der Wut des Teufels auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Also so musst du das gesamte Bild sehen. Der fünfte und letzte Akt, den wir bisher gesehen haben, wesentlicher, heilsgeschichtlich relevante Akt, den wir bisher gesehen haben in der Geschichte Gottes mit den Menschen, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes hat ja nicht aufgehört, verstehst du? Das war nicht eine Ausgießung vor 2000 Jahren, sondern der Heilige Geist wird seither immer und immer wieder ausgegossen. Und ich sage dir noch was, gegen das Ende der Zeit hin wird er immer stärker ausgegossen werden und gleichzeitig wird der Teufel immer wütender und immer wütender reagieren und deswegen haben wir im Ergebnis das, was die Wehen der Endzeit sind, aber für uns ist es kein Grund, uns irgendwie zu fürchten oder irgendwie aufzuregen oder irgendetwas, weil wir wissen, wir sind mitten in dieser Ausgießung des Geistes. Wir sind auf der Seite Gottes, wir treiben das Reich Gottes voran und dass der Teufel eine große Wut hat, ist im Endeffekt auch wiederum nur ein gutes Zeichen für uns.
Deswegen sagt Jesus am Ende seiner Endzeitrede, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, dann hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung ist nahe. Mit anderen Worten, Schultern zurück, Kopf hoch, Halleluja, jetzt ist unsere Zeit wie nie zuvor. Amen. Preist den Herrn. Also, nochmal, seit Pfingsten leben wir in der Zeit, die die Bibel die letzten Tage oder die Endzeit nennt. Ich kann dir dazu noch ein paar andere Bibelstellen nennen, auch zum Beispiel Hebräer 1, Vers 2 heißt es, nachdem Gott vormals zu den Zeiten der Propheten und so weiter oder durch die Propheten geredet hat, so hat er jetzt in diesen letzten Tagen geredet im Sohn. Ja? Also mit Jesus und seinem Erlösungswerk haben die letzten Tage begonnen. Oder 1. Korinther 10, Vers 11 sagt Paulus sinngemäß auf uns jetzt, er spricht von der Gemeinde Jesu zur damaligen Zeit, ist das Ende der Zeitalter gekommen. 1. Petrus 1, 20, Jesus wurde offenbart am Ende der Zeiten. Also merke, seit 2000 Jahren leben wir in der Endzeit. So, jetzt können wir gleichzeitig natürlich feststellen, dass einige Dinge, die die Bibel vorhersagt, dass sie geschehen müssen, bevor Jesus wiederkommt, weil das ist nämlich dann sozusagen der sechste Akt, der jetzt nicht mehr hier auf meiner Folie steht. Ja. Der nächste Akt der Heilsgeschichte ist der Akt der Wiederkunft Jesu. Und die Bibel sagt einige Dinge, die geschehen müssen, bevor Jesus wiederkommt, von denen wir noch nicht 100% sagen können, dass sie bereits erfüllt sind. Aber was wir sehen, wenn wir uns die Geschichte der letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, dann sehen wir, dass tatsächlich die Erfüllung dieser Dinge, die Jesus vorhersagt, bevor seine Wiederkunft geschieht, tatsächlich beschleunigt sich zu manifestieren beginnen. Ja? Deswegen reden viele davon, dass wir in der Endzeit leben. Was sie eigentlich meinen, ist nicht die Endzeit, weil in der Endzeit leben wir schon seit 2000 Jahren, sondern was sie eigentlich meinen, ist das Ende der Endzeit. Also die Zeit unmittelbar, bevor Jesus wiederkommt. Der Punkt ist einfach, die Endzeit insgesamt ist sehr viel länger, als die Kirche im ersten Jahrhundert nach Christus dachte, dass sie werden würde. Ja? Und auch in den letzten Jahrhunderten haben die Christen öfters gedacht, ja, wir sind die letzte Generation hier auf diesem Planeten, bevor Jesus wiederkommt. Und es war dann eben nicht so. Und ich bin nicht hier, um dir zu sagen, ich bin absolut sicher, dass wir die letzte Generation sind, bevor Jesus wiederkommt. Aber ich sage dir, wir könnten es sein. Und ich sage dir noch etwas, es liegt auch an uns, ob wir es sind. Weil die Bibel sagt auch im 2. Petrus Kapitel 3 ganz klar, dass wir bestimmt sind und berufen sind, die Wiederkunft des Herrn zu beschleunigen. Amen. Das heißt, es liegt auch an uns, wann er wiederkommt. Aber wenn wir die Zeiten um uns herum, und da sind wir dann auch wieder bei aktuellen Geschehnissen wie die Corona-Krise, wenn wir die Zeichen der Zeit aufmerksam beobachten, dann stellen wir fest, dass viele der Dinge, die die Bibel für diese Zeit vorhersagt, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten eingetroffen sind. Nimm nur als ein Beispiel die Wiederherstellung des Volkes Israel in ihrem angestammten Land 1948. Das ist eine Sache, die ganz klar im Wort Gottes vorhergesagt ist, dass sie geschehen wird, bevor das Ende kommt. Und das erleben wir seit jetzt über 70 Jahren zum Beispiel. Ja, das ist nur ein Beispiel, aber wir werden es gleich auch noch bei anderen Dingen sehen. Aber sie sind noch nicht alle erfüllt. Und doch, wir stellen fest, sie werden beschleunigt erfüllt. Deswegen glaube ich, es ist durchaus berechtigt zu sagen, dass wir, gegen Ende der Endzeit leben. Ohne jetzt dir ein Datum zu geben, ohne jetzt zu sagen, ja, in 5 Jahren spätestens oder in 50 Jahren spätestens, ich gebe dir überhaupt kein Datum. Aber definitiv können wir sagen, wenn wir die Zeichen der Zeit anschauen, dann stellen wir fest, dass wir uns in Richtung Ende der Endzeit bewegen. Und jetzt möchte ich dir an dieser Stelle einfach ein bisschen einen Ablauf der Dinge zeigen, so wie ihn uns die Bibel beschreibt, was die Ereignisse angeht, die Bibel vorhersagt für diese Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus. Und dann wirst du feststellen, warum ich gesagt habe, wir gehen darauf zu. Ja? Und gleichzeitig muss ich dir auch sagen, wenn ich dir jetzt gleich diesen Ablauf auch beginne zu geben, wir werden damit heute nicht zu Ende kommen, aber wir werden beginnen mit der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24. Was ich dir dabei allerdings auch sagen muss, ist, dass die Bibel eben nicht eine Tabelle liefert im eigentlichen Sinn, wo du einfach
sagen kannst, okay, erstens, zweitens, drittens, viertens, in dieser Reihenfolge und so weiter. Ja, wenn ich dir also bestimmte Punkte in einer bestimmten Reihenfolge bringe, dann hat es nicht den Anspruch jetzt auf absolute Wahrheit oder als in Stein gemeißelt, weil jeder, der dir einfach eine Tabelle gibt, was alles genau nacheinander alles passieren muss, dazu gibt es zu viele unterschiedliche, verschiedene Bibelstellen und die Bibel will gar nicht einfach eine komplette Liste geben, sonst hätte sie es getan. Sonst wäre irgendwo in der Bibel einfach eine Liste, wo drin steht, so das, 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 zuerst das, zweitens, drittens, viertens und dann das. Aber so ist es nicht. Sondern was klar ist, das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis Gottes mit der Menschheit wird die Wiederkunft Jesu sein. Aber was zuvor geschieht, gibt uns die Bibel klare Hinweise, ohne jetzt uns einen genau festen Ablaufplan zu geben. Also beginnen wir mit der Rede von Jesus in Matthäus 24, die sogenannte Endzeitrede von Jesus. Und die findest du die Parallele in Lukas Kapitel 21 auch, da komme ich auch noch dazu, nehme das noch mit rein. Und wir beginnen in Vers 3, 24 Vers 3, wo es heißt, als er, also Jesus aber auf dem Ölberg saß, wartet mit der Folie, wir sind noch nicht so weit. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also mit anderen Worten, wann ist das Ende der Endzeit gekommen? Ja. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben und Lukas 21 ergänzt noch und Seuchen da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Soweit mal für heute Abend. Also was ist das Erste, was Jesus sagt? Das Erste ist, und da hat Valerie übrigens heute auch schon davon gesprochen, als sie von den Johannesbriefen sprach, das Erste ist ein Kennzeichen, dass wir uns in der Endzeit befinden und ein Kennzeichen dafür, dass wir uns gegen Ende der Endzeit befinden, ist, dass wir verstärkt von unterschiedlichsten Verführungen hören werden. Zum Beispiel sagt er hier einfach diese Verführung, dass Leute kommen und sagen, ich bin der Christus. Und da kannst du schon sehen, dass wir die letzten Jahre durchaus solche Dinge bereits erlebt haben. Wir selber haben eine Bewegung erlebt, die in starker Erweckung gestartet ist. Und irgendwann mal kamen dann diese Bekenntnisse, ich bin der Christus und du bist der Christus und so weiter. Und plötzlich war der Leiter der Christus und so weiter. Genau das ist dieser Geist, von dem Jesus hier spricht, dieser Geist der Verführung. Ja? Also dieser Geist wird kommen, sagt er. Und deswegen warnt Jesus natürlich davor, sagt er, okay, Verführungen werden kommen, das ist ein Kennzeichen der Endzeit. Zweitens sagt er, genau das könnt ihr jetzt an die Wand nehmen, immer das, was ich sage, könnt ihr an die Wand bringen. Warnung vor Verführung, das ist der erste Punkt von Jesus. Zweitens Kriege und Kriegsgerüchte, auch das ist natürlich längst erfüllt. Man muss sagen, eigentlich schon die ganzen letzten 2000 Jahre immer zu einem gewissen Grad erfüllt. Ja, aber wenn wir uns das 20. Jahrhundert anschauen, dann können wir durchaus auch feststellen, dass es sich verstärkt hat. Wenn wir den Zweiten Weltkrieg nehmen, wenn wir den Holocaust nehmen, Völkermord, Giftgaskriege und so weiter und so fort. Also eine Zunahme des Ganzen von Kriegen und Kriegsgerüchten ist definitiv festzustellen. Und dann sagt er, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben. Das sind wieder die Kriege und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte sein. Hungersnöte, ja. Haben wir auch gerade die letzten Jahrzehnte sehr, sehr stark. Afrika, verschiedene Gebiete der Erde, Hungersnöte, Erdbeben. Jeder größere Versicherer wie die Münchner Rück wird dir sagen, dass Naturkatastrophen, Erdbeben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr stark zugenommen haben. Die Versicherungssummen, die dafür gezahlt werden, haben massiv zugenommen in den letzten Jahren. Das heißt, offensichtlich diese Katastrophen in der Welt haben zugenommen in den letzten Jahren, ja. Ähnlich wie die Kriege und Kriegsgerüchte, Hungersnöte haben zugenommen und Lukas 21,11 wird außerdem erwähnt, Seuchen als Zeichen für die Wehen der Endzeit, genau in diesem Zusammenhang, Seuchen als Zeichen für die Wehen der Endzeit. Also was ist dieser Coronavirus? Ich glaube, es ist eine
dieser endzeitlichen Wehen, von denen Jesus spricht. Er spricht hier vom Anfang der Wehen. Ja, Wehen haben so an sich, sie beginnen relativ harmlos, aber gegen Ende werden sie erstens mal massiver und zweitens kommen sie schneller aufeinander. Ja. Und drittens, was auch kennzeichnend ist, wenn eine Frau Wehen bekommt, dann ist mit definitiver Sicherheit sichergestellt, dass es zu einer Geburt kommen wird. Amen. Man weiß noch nicht genau, wann genau, aber die Geburt ist damit eingeleitet und es wird dazu kommen. Halleluja, früher oder später. Amen. Ja. Wehen kommen in kürzeren Abständen, werden heftiger. Und genau das ist, was wir erleben. Und genau das ist übrigens, was ich seit Jahren immer wieder predige und sage. Ich sage immer wieder unseren Leuten, haben wir immer wieder gesagt, die letzten Jahre, Erschütterungen werden kommen und sie werden zunehmen. Und ich habe es auch jetzt Anfang dieses Jahres wieder gesagt. Erschütterungen werden kommen und sie werden zunehmen. Und ich glaube, die Corona-Krise ist eine dieser Erschütterungen. Ich glaube nicht, dass es das letzte Wehe ist. Und ich glaube auch nicht, oder die letzte Wehe ist. Und ich glaube auch nicht, dass direkt nach der Corona-Krise der Antichrist kommt. Weil so weit sind wir einfach noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es die letzte Wehe ist, sondern es ist eine der Wehen der Endzeit. Aber das glaube ich definitiv ist es, weil wir haben es mit einer weltweiten Krise zu tun, die ganze Welt in Atem hält. Eine Seuche hält die ganze Welt in Atem. Jede Nation, selbst die Nationen, die eigentlich, wie ich habe es mitbekommen, jetzt zum Beispiel von Uganda über unsere Gemeinde dort und auch über Maria Prean, mit der ich immer wieder mal telefoniere, habe ich es mitbekommen. Selbst dieses Land ist von diesem Wehe so getroffen, obwohl sie eigentlich rein medizinisch gesehen, erstens haben sie kaum Corona-Fälle und zweitens mal sind sie gar nicht groß gefährdet durch Corona, weil es in Uganda kaum Leute gibt, die älter als 60 Jahre alt sind. Das heißt, die Gefahr durch diesen Virus ist dort medizinisch gesehen eigentlich fast null und trotzdem haben sie den kompletten Shutdown, trotzdem sind sie völlig eingesperrt, noch mehr sogar wie wir hier, sie dürfen nicht mal mehr mit dem Privatauto auf die Straße. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einem kompletten weltweiten Wehe der Endzeit zu tun. Nicht mehr und nicht weniger. Amen. Okay, schauen wir uns da kurz parallel einen Vers an, weil ich muss auch schon für heute bald wieder zum Ende kommen. Wir werden das nächste Mal weitermachen. Hebräer 12, Vers 26. Das ist eine Stelle, die ich immer wieder zitiert habe in den letzten Jahren, wo es heißt, dessen Stimme, also ist die Rede von der Stimme Gottes, erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Mit anderen Worten, was sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs? Er sagt, bevor Jesus wiederkommt, werden alle Dinge, die erschüttert werden können, erschüttert werden müssen. Amen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn es hier eine Wehe gibt und vielleicht in immer kürzeren Abständen weitere Wehen gibt, Krisen gibt. Wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, wenn ihr von Seuchen hört, wenn ihr von Hungersnöten hört, wenn ihr von Klimakatastrophen, Naturkatastrophen und so weiter hört, wundert euch nicht, dass diese Dinge geschehen, weil sie müssen geschehen, damit alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann. Und jetzt kommt's gleichzeitig. Weißt du, das Interessante ist ja, dass dieser Vers in Hebräer 12, 26, noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern, ein Zitat ist aus einer alttestamentlichen Bibelstelle, die uns als Glory Life Schüler definitiv bekannt sein sollte. Und zwar die Bibelstelle in Haggai Kapitel 2, Vers 6 bis 9. Ja, wo es heißt, noch einmal wenig Zeit ist es noch und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und dann geht dieser Text weiter und sagt, dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben.
Halleluja. Mit anderen Worten, wir haben zwei Stränge, ich sag mal zwei Entwicklungsstränge der Endzeit, die parallel nebeneinander laufen. Und das möchte ich dir heute Abend wirklich tief in deinen Geist hineingeben. Zwei Entwicklungsstränge. Das erste ist zunehmende Wehen, zunehmende Erschütterungen, zunehmende Verwirrung in der Welt, zunehmende Verführung in der Welt, zunehmendes Durcheinander. Und natürlich versucht der Teufel auch Christen zu verwirren und zu verführen, nebenbei bemerkt. Ja, all das wird zunehmen, einerseits, damit alles, was erschüttert werden kann, erschüttert wird. Und gleichzeitig, Halleluja, jetzt kannst du mal laut Halleluja rufen, da wo du bist, Halleluja. Gleichzeitig wird die Herrlichkeit des Herrn eine noch nie dagewesene Dimension einnehmen in der Gemeinde Jesu, auf der Gemeinde Jesu, in dir, auf dir und durch dich hindurch. Und Habakuk 2, Vers 14 wird mehr und mehr erfüllt werden, nämlich dass die ganze Erde davon erfüllt sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Mitten in der Finsternis, mitten in Erschütterungen, mitten in endzeitlichen Wehen wird die Herrlichkeit des Herrn erkannt werden wie nie zuvor. Halleluja. Und jetzt rate mal, was deine Aufgabe ist in dieser Endzeit. Ein Träger dieser Herrlichkeit zu sein. Amen. Diese Herrlichkeit zu verbreiten. Halleluja. An diesem Haus der größeren Herrlichkeit mitzubauen. Diese größere Herrlichkeit raus in die Welt zu tragen. Das ist deine Aufgabe. Also, du sagst jetzt, ja, ist ja klar. Aber weißt du, das heißt andererseits auch, was nicht deine Aufgabe ist. Deine Aufgabe ist es nämlich zum Beispiel nicht, auf die Wehen der Endzeit zu starren. Deine Aufgabe ist es nicht, dich von Furcht einfangen zu lassen oder gar Furcht zu verbreiten durch alle möglichen Theorien und Endzeit-Szenarien und oh, und ich habe noch was Schrecklicheres, ich habe da was gelesen, da passiert was ganz Schreckliches. Neulich habe ich einen Link zugeschickt bekommen, da wurde ein Artikel geteilt. Ich musste wirklich lachen, weil das war ein Artikel, da wurde also ganz klar gesagt, ganz eindeutig, es kommt ein Gesetz oder es ist schon beschlossen und es kommt und zum 1. Januar 2021 werden alle Leute in Deutschland und überhaupt in der westlichen Welt werden gechippt werden von Geburt an und der Staat wird die völlige Kontrolle haben über all deine Daten und das werden sie schon bei Säuglingen machen, weil Säuglinge können sich nicht wehren und so weiter. Das ist alles schon beschlossen von der sogenannten EU-Chip-Kommission und so weiter und so fort. Und ich sah das so an und dachte, schaue ich mal genauer hin, sah den Header der Website, dann stand da irgendwas drauf, also der Name dieser Nachrichtenseite und dann stand drunter Online News seit 1492. Und dann dachte ich mir, aha, hört sich mir nach Satire an. Aber weißt du, manche Christen sind schon so in Angst, in Endzeitangst, dass sie einen satirischen Artikel, und ich habe das dann gegoogelt über diese Website, habe das dann gegoogelt und dann habe ich tatsächlich gefunden, ja, ist absolut Satire. Und sie schreiben das auch selber und sagen, jeder Artikel, den sie schreiben, ist absolute Satire. Ja, ist sehr gut gemachte Satire, klingt ziemlich plausibel, aber ist absolute Satire. Es gibt so einen Gesetzentwurf überhaupt nicht. Ist Satire eben. Ja, Leute machen sich halt einen Spaß draus, Leute an der Nase rumzuführen. Aber weißt du, Da wurde mir klar, es ist tatsächlich so wichtig, worauf wir schauen. Wenn du starrst auf die Wehen der Endzeit, wenn du starrst auf das, was der Teufel tut, dann kommst du in Ängste und am Ende glaubst du Dinge, die reine Satire sind. Und das wollen wir nicht. Sondern anstattdessen, was sagt Paulus? Sinnt auf das, was droben ist. Kolosser 3,1. Sinnt auf das, was droben ist, wo der Antichrist sitzt. Ha? Nein, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Halleluja! Und das ist der Plan Gottes, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden in Herrlichkeit. Aber du kannst nur offenbar werden in Herrlichkeit, wenn du deinen Blick auf die Herrlichkeit gerichtet hältst, wenn du deinen Blick auf Jesus gerichtet hältst, wenn du deinen Blick auf den Himmel gerichtet hältst. Wie willst du ein Kanal für den Himmel auf Erden sein, wenn du ständig auf den Teufel schaust? Du wirst ein Kanal dessen, was du anschaust. Weißt du, der Geist, mit dem du dich beschäftigst, das wird zu deinem Geist irgendwann mal.
Also der Geist der Herrlichkeit ist ein Geist der Freiheit, ist ein Geist des Glaubens, ist ein Geist der Liebe. Jesus hat gesagt in Johannes 11, Vers 40, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Er hat nicht gesagt, wenn du ängstlich auf den Antichrist, auf das Kommen des Antichristen schaust und wenn du irgendwelche Szenarien studierst, wie und wo der Antichrist kommen könnte, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Nein, er hat gesagt, wenn du nur glaubst, wenn du nur dem Evangelium, wenn du der guten Nachricht glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja? Oder 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und dann sagt er, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen. Weißt du, wenn du selber erfüllt bist mit Angst, dann wirst du unbrauchbar dafür, die Herrlichkeit Gottes weiterzugeben. Und deswegen, einfaches Merkmal der Unterscheidung. Frag einfach, wenn irgendwas dir zugespielt wird, löst es bei dir Angst und Unruhe aus, dann ist es nicht der Heilige Geist. Verstehst du? 1. Johannes 4, 18, noch eine Bibelstelle. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Jetzt sagst du, ja, ich höre schon einige sagen, ja, aber wir dürfen auch nicht blauäugig sein. Wir müssen auch wissen, was abgeht. Ja, Amen, sage ich dir, aber im Geist, bitte im Geist, unterscheide im Geist, was passiert. Also im Geist kannst du natürlich den Teufel am Werk sehen, klar. Also mir war von Anfang an dieser Corona-Krise klar, dass es zwar ein Virus gibt, aber dass der Geist der Angst, mit der sich mit diesem Virus verbindet, noch viel, viel größer ist als das Virus selber und dass es eigentlich unproportional ist zu der Gefahr durch den Virus. Es ist eine geistliche Sache, das zu unterscheiden. Verstehst du? Aber dazu brauche ich keine Endzeittheorie und dazu brauche ich auch kein Studium irgendwelcher Technologien, sondern das kann man im Geist spüren, das kann man im Geist sehen. Wenn du auf Jesus ausgerichtet bist, dann stellst du fest, dann weißt du einfach, hey, dieser Geist der Angst da um mich rum, der sich plötzlich manifestiert, weil es war ja wie wenn innerhalb von wenigen Tagen, ich meine, man hat es richtig gespürt, innerhalb von wenigen Tagen war es wie wenn eine massive Decke der Angst über die ganze westliche Welt gelegt werden würde. Plötzlich, du bist zum Aldi gegangen und plötzlich alle Leute, der Coronavirus. 3 Tage davor war alles noch normal. Daran merkst du doch, dass es ein Geist ist. Verstehst du? Das ist ja nicht nur ein Virus, das ist ein Geist. Amen. Und das ist ein Zeichen für die Wehen der Endzeit. Weil die Leute, das ist ein Kennzeichen der Endzeit ist, dass die Menschen in der Welt immer mehr Angst bekommen. Wenn du dich eins machst mit dem Geist der Angst, dann wirst du ein Teil der Welt. Wenn du aber die Perspektive Gottes behältst und deinen Blick auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet hältst, dann stehst du über dem Geist dieser Welt. Du leidest vielleicht manchmal darunter, dass die Welt halt nicht sieht, was du siehst, verstehst du? Und deswegen halt manche Sachen macht, die du, wo du sagst, oh meine Güte, muss das jetzt sein? Aber du gehst halt mit durch, mit der Welt durch, du liebst sie, du verurteilst sie auch nicht, verstehst du? Du verurteilst niemanden, der Angst hat, weißt du? Warum sollten wir das? Nein, die Liebe treibt die Angst aus, nicht der Verurteilen treibt die Angst aus. Du hast Angst vor dem Virus, das geht ja gar nicht. Nein, die Liebe treibt die Angst aus, nicht deine Verurteilung treibt. Weißt du, das ist immer wieder beim Gleichen. Dann können wir wieder Christen verurteilen. Ja, der hat mehr Angst vor dem Virus als ich. Der ist nicht so im Glauben. Ach, Liebe, und die Liebe wird am Ende die Furcht austreiben. Und die Liebe hat am Ende den Sieg. Und die Liebe wird die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Und so bleibst du ausgerichtet auf deine Bestimmung in dieser Endzeit. Weißt du, Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wenn aber das Licht... Und zweitens, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, womit soll es dann gesalzen werden? Wenn das Licht verfinstert wird, wo soll dann noch Licht herkommen? Also ist ja entscheidend, dass wir unser Licht leuchten lassen in dieser Zeit. Dass wir uns nicht von Angst einfangen lassen, dass wir nicht irgendwelchen abstrusen Theorien auf den Leim gehen, sondern dass wir ausgerichtet bleiben auf Jesus Christus, auf seine Herrlichkeit, auf seine Liebe, auf seinen Glauben, auf seine Freude, auf seine Freiheit und dass wir diesen Geist hier auf der Erde verbreiten. Und ich sage, das Ergebnis wird sein, gewaltige Ernte. Amen, das ist das Ergebnis. Matthäus 24, 14, der Schluss des ersten Abschnitts der Endzeitrede von Jesus ist, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
Halleluja. Und diese Verkündigung des Evangeliums allen Nationen zu einem Zeugnis hängt direkt damit zusammen, dass die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgehen kann und durch dich scheinen kann. Ja, das ist das, und damit komme ich zur letzten Bibelstelle heute Abend. Das ist das, was Jesaja 60, Vers 1 bis 4 sagt, wo es heißt, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin. Jetzt kommt, das ist das Ergebnis, wenn die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgeht. Es ziehen Nationen zu deinem Licht hin. Amen. Und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe rings um deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Halleluja. Und das werden wir mehr und mehr erleben. Und dafür möchte ich mich mehr und mehr positionieren. Und dafür möchte der Heilige Geist, dass jeder Einzelne von uns sich mehr und mehr positioniert. In dieser Herrlichkeit Gottes, in diesem Wirken Gottes, in dieser Ausgießung des Geistes. Während die Wehen der Endzeit über diese Welt gehen, während die Finsternis in der Welt zunimmt, strahlt die Herrlichkeit des Herrn umso mächtiger auf über uns. Also lass uns gemeinsam uns dafür positionieren, lass uns unseren Platz darin einnehmen, wo auch immer du bist, schließ einfach mal deine Augen. Ich möchte einfach für uns und mit uns allen zusammen beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese zunehmende Herrlichkeit über deiner Gemeinde in dieser Zeit, während Erschütterung um Erschütterung über die Welt geht, während Wehe um Wehe über diese Welt geht, Herr, danke ich dir, Herr, dass deine Herrlichkeit sich über deinen Söhnen und Töchtern offenbart wie nie zuvor in dieser Zeit. Und Herr, in dem Namen Jesu Christi segne ich jeden einzelnen Glory Life Schüler, dass er als einer durch diese Wehen der Endzeit durchgeht, Herr, der nicht rechts und nicht links schaut, sich nicht rechts und nicht links verführen lässt, sich nicht von dieser oder von jener Theorie einfangen lässt, sondern seinen Blick festgerichtet hält auf dich und weiß, wenn ich meinen Blick auf ihn und auf seine Herrlichkeit gerichtet halte, dann wird mir am Ende alles zum Besten dienen. Und ich werde erleben, dass mitten in der größten Endzeitdramatik die gewaltigste Frucht hervorkommt, auch in und durch mein persönliches Leben. Danke, Jesus, für diese Ausrichtung, Herr. Halleluja. Danke für Furchtlosigkeit. Furchtloses Durchgehen durch die Endzeit. Ich setze es frei, dass in dieser Glory Life Schule wirklich furchtlose und kühne Söhne und Töchter Gottes hervorkommen, die einfach durchgehen, was auch immer kommen mag, sei es seuchenmäßig, sei es finanzmarktmäßig, sei es was auch immer es betreffen mag, die einfach durchgehen und sagen, jawohl, das ist die beste Zeit, in der ich als Christ leben kann, um mein Licht leuchten zu lassen und die Herrlichkeit des Herrn weiterzugeben. Halleluja. Danke, Vater, dass du jeden Einzelnen wirklich positionierst in dieser Sicherheit, positionierst in dieser Ausrichtung. Weil du hast gesagt, wenn wir uns so positionieren, Herr, an diesem Ort wirst du Frieden geben. Halleluja. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort, in unserem Herzen, wirst du Frieden geben. Und alles andere, was von draußen kommt, was uns verunsichern will, was uns aufs Natürliche ablenken will, auf Abstellgleise, fällt einfach ab. Und die Klarheit deines Geistes leuchtet über uns wie nie zuvor. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Das war die erste Stunde zum Thema Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. In der nächsten Stunde werde ich genau da weitermachen und wir werden uns die Endzeitrede von Jesus weiter anschauen. Und auch Gottes Handeln in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Und dann werden wir auch detailliert einen Blick in die Zukunft werfen. Und ja, wir werden uns noch mit der Trübsal befassen und wir werden uns auch mit dem Antichristen befassen und so weiter. Es kommt alles. Ab nächste Woche geht's weiter. Preist den Herrn. Gut, jetzt kommt noch meine wunderbare Frau und dann segnen wir euch noch zum Schluss, beziehungsweise wir sprechen zusammen gemeinsam einfach noch den Psalm 121, damit ihr eine richtig gute und gesegnete Nacht habt, während der Hüter Israels nicht schläft und nicht schlummert. Ja, kannst du gut schlummern heute Nacht. Halleluja. Preist den Herrn. Und das wollen wir gemeinsam über uns proklamieren. Halleluja. Ja, woher kommt dir Hilfe? Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja.
Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft noch schlummert. Siehe, nicht schläft noch schlummert. Der Hüter Israels. Der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen. Am Tag wird die Sonne nicht stechen. Der Mond nicht bei Nacht. Der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Von nun an bis in Ewigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Und das gilt. Und das gilt. Und die Engel Gottes sind um dich herum. Und so wirst du gut schlafen. Und am Sonntag sehen wir uns über Livestream wieder zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Preist den Herrn. Und ab nächsten Dienstag live wieder hier. Ich spüre gerade, da sind wirklich göttliche Träume. Ja. Halleluja, in der Pipeline von Gott. Streck dich einfach nochmal aus. Halleluja. Herr, ich setze wirklich diese göttlichen Träume frei für jeden einzelnen Schüler. In dem Namen Jesu. Ich sage, keine Albträume. Es ist zerbrochen, keine Albträume, sondern wirklich Visionen von Gott. Mhm. Träume von Gott, Begegnung mit Jesus, mit dem Himmel. Setze ich frei in Jesu Namen für jeden Einzelnen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Yes. Die beste Zeit. Seid gesegnet. Halleluja. Wir lieben euch. Amen.